Ahoi, ihr Querlinge! In dieser Episode von Dretsch wird das Boot aufgerüstet. Wir befriedigen die Krabben-Sonderwünsche der Fischhändlerkunden und machen uns Sorgen um Letzteren, denn Fischanomalien scheinen ihm nicht gut zu bekommen. Los geht's! Ich muss euch sagen, das Spiel macht mir einen riesen Spaß. Man denkt ja immer, ach, du hast alles gesehen, was es an Spielen gibt. Und dann kommt irgend so ein Indie-Studio, packt so ein Spiel auf Steam und du suchtest es von Anfang bis Ende. Herrlich. Das Spiel hat ein bisschen atmosphärische Parallelen zu Darkest Dungeon, wie ich finde. Sowohl der Erzählstil als auch der Stil der Figuren. Aber auch vor allen Dingen der Sound und der Musikstil erinnern mich sehr an Darkest Dungeon. Und das sind gute Erinnerungen. So, wir legen ab. Das Spiel speichert nur, wenn ich angedockt bin. Das heißt, den Auswurf zuletzt gesehen in der letzten Episode hier von diesem Krabbenkorb. Den müssen wir nochmal wiederholen. Und es bleibt bei dem Plan, dass ich erstmal hier mich in diesen Gewässern aufhalten möchte, um den Krabbenkorb auszulernen. Dabei hoffentlich die Sachen zu finden, die ich da drin finden will, nämlich für diese Sonderbestellung des Kunden. Weil ich nämlich glaube, dass uns diese Questreihe mit diesen Sonderwünschen des Fischhändlerkunden, dass uns diese Questreihe sowieso überall hinführen wird. Und ja, mal gucken, ob das stimmt. Wenn ich sie jetzt nicht hier mache, dann kommt sie ja ans Stocken, ne? So. Wir haben ja hier rund um Stahlspitz noch was zu erkunden. Das sind die Rochen. Das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Aber hier um diese Insel von diesem Schiffbrüchig sind wir ja noch gar nicht rundherum gefahren. Wer weiß, was es da noch zu entdecken gibt. Was ist das denn? Das ist Holz. Brauche ich nicht. Ich brauche Forschungsteile. Im Wesentlichen. Aha, wenn ich den Krabbenkorb ausgewählt habe, dann sehe ich, wie tief das Wasser unter mir ist. Ach du Scheiße, ich will es gar nicht sehen, wie ich da durchs ganz tiefe Wasser fahre, wie tief das unter mir ist. Das Bötchen schnurrt. Das sind wieder solche Basaltsäulen. Ach, die kann ich wieder... Kann ich wieder inspizieren? Das ist ja interessant. Oh, es ist schon wieder so spät. Verdammt. Der Stein summt leise und lässt die dich umgebende Luft vibrieren. Es ist wieder das Gleiche. Wie hinter. Das ist wie hinter Großmark. Hat jede Insel so einen Flecken von diesen Basaltsäulen? Muss ich da am Ende irgendwas machen? Ah, hier ist doch was zu tun. Das könnte ein Forschungsteil geben. Das will ich wagen. Wo ist eigentlich Stahlspitz? Das ist... Oh, das ist die andere Insel. Eieieiei. Es ist wohl so spät. Ja, komm, nur Risk, nur Fun, hä? So, starten. Jetzt bloß kein Blödsinn machen. Was ist das? Eine Silberplatte, es ist ja toll. Oh, ist das schon wieder spät? Warte mal. Schon mal die Eile zurechtlegen. Ich muss ja jetzt um die nächste Insel rundherum, um dann bei Stahlspitz anlegen zu können. Ja. Scheißnebel. Was war denn das? Oh. Man soll's nicht machen. Gut. Mit einem beschädigten Strahlantrieb bin ich aber noch ganz gut bedient. Denke ich. Das geht noch. Sind wir immer noch schnell. So. Was ist das hinten für ein Schiff? Ich sehe es ganz genau. Doch das fährt hier einfach im Nebel durch die Gegend. Ja, ja, ist klar. Dass ich dieses andere Schiff nur im Nebel sehe und nachts ist auch irgendwie auffällig, oder? Okay. Ich wollte mir diese ganzen Inseln hier mal näher anschauen. Richtig. Hier gibt's neues Wrackzeug. Also hier bei Stahlspitz kann ich immer recht zuverlässig Holz,
Stoff, also Tuch und Schrott bergen. Alles nah beieinander. Oh, was ist das jetzt hier? Dieser Effekt. 15% Widerstandskraft gegen Panik. Das ist gut. Das werde ich mal brauchen. So, lass mich hier mal was entdecken. Was Neues. Bisher ist hier aber relativ wenig. Eigentlich gar nichts. Nicht mal irgendwelche Fischgründe. Ja, und hier sind wir durchgetuckert. Naja, dann haben wir die Insel mal gesehen. Manche Inseln kriegen dann so eine dunkle Umrandung und andere nicht. Warum? Die Inseln, die bewohnt sind, aber die hinten, die sind auch nicht bewohnt. Naja, komisch. Wir gucken mal zu unserem Krabbenkorb. Bin ich richtig unterwegs? Ah, fast. Ich muss nach Südwesten. Da so lang. Oh, sehr viel weiter nach Westen. Nichts kaputt machen. Alles viel zu teuer. Nehme ich noch was mit, wenn ich ohnehin da anlege? Da können wir noch ein paar Makrelen mitnehmen. Komm. Makrelen fischen! Wie in den guten ersten Tagen, in denen wir noch nichts wussten von Dingen unter Wasser. Von ertrunkenen, versunkenen Wasserleichen. Irgendwelchen Paketen! Es war da. Hier war doch gar keine Anomalie angezeigt. Trotzdem habe ich eine gefunden. Das ist ja interessant. Ich dachte, es geht gar nicht. Mit Augäpfeln gespickte Kiemenplatten. Überflüssig, aber dennoch manisch in Bewegung. Alle Augen starren durch dich hindurch. Das ist mir lieber, als wenn sie mich anstarren würden. Ich kid. Das muss ich eher so machen. Ah, erschöpft. Schade. Sehr schön. Eine unverhoffte Anomalie. Dann bleiben wir doch mal bei den Makrelen. Das hier sind aber Flundern. Das sind Makrelen sein. Ja, sind wohl welche. Hier ist ein Kabeljause. Ach, will ich nicht. Makrelen sind der heiße Scheiß, der ja gerade gesucht wird. Das sind Aale. Seid ihr Makrelen? Ja? Makrelen, wenn ihr Makrelen seid. Ja, das sind diese Kalamaronten, aber die nehme ich trotzdem. Ach ja, auch hier gibt es eine Anomalie. Ein Hakenkalmar. Tastende Zungen winden sich wild um vergilbte schiefe Zahnreihen. Die oberste Zahnreihe ist nahezu menschenähnlich. Was ist in diesem Wasser? Was ist hier falsch? Ist das ein Atommüllendlager hier oder was? Aber ich glaube, das hätten wir niemals erfahren. So. Guck mal, die Krabbis, die zappeln schon hier. Aber lass mich erstmal den Fang verkaufen.
Das wird durch die zwei Anomalien ja schon genug sein. Ah, schön. Gut, danke. Jetzt gleich wieder weg hier. Und den Korb gehoben. Oh. Was ist denn das? Das ist die gemeine Strandkrabbe. Ah, ich habe jetzt beides gefangen sogar. Und eine Winkerkrabbe. Also, die gemeine Strandkrabbe. Eine derbe Kruste und klappernde Scheren in einem Käfig nahe der Küste gefangen. Und das Ding hier? Eine Winkerkrabbe. Eine normale, große Krabbe mit einer irrwitzig großen Schere. Sie kann damit sehr fest zicken, doch das Ärmchen ist zerbrechlich und kann leicht abgeknipst werden. Wer will denn sowas machen? So, wir gehen... Achso, den Korb. Moment, ich muss erst mal gucken, ob ich jetzt alles habe. Das war doch genau das, was ich brauchte für die Quest. Richtig oder falsch? Eine gemeine Strandkrabbe und eine Winkerkrabbe. Das ist das, was ich habe. Gemeine Strandkrabbe und Winkerkrabbe, genau. Ich kann den Korb folglich hochholen. Der geht ja sonst nur kaputt. Genau. Okay, das war ja einfach, das hier im Hafenbecken zu fischen quasi. Dann wollen wir das mal beschließen. Ja, ja, ja. Ja. Du bekommst das und das. Nochmal $54. Der Fischhändler wickelt die Krabben ein und gibt dir ein wenig Geld. Die sollten reichen. Schön, dass du mit dem alten Korb was anfangen konntest. Das ist ein anderer Korb, den ich hier benutzt habe. Du kannst hier auch noch mehr davon kaufen oder beschädigte Exemplare in der Werft reparieren lassen. Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Die habe ich dir die ganze Zeit schon verkauft. Was denkst du, was mit einem Menschen geschieht, der das Fleisch dieser Fische verzehrt? Man wird krank. Nun, wahrscheinlich. Aber ich will sicher sein. Bringe mir einen mutierten Fisch. Irgendeinen. Aber das muss unter uns bleiben. Ich hab dir doch gerade eingebracht. Na gut. Lager ist bald voll. Okay. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Diese Quest heißt ein anomaler Fisch. Ah. Okay. Dann ist die Frage, was ich jetzt mit der Forschung vielleicht mache. Achso, reparieren muss ich auch noch richtig. Aber erstmal forschen. Ich habe ja zwei Forschungsteile. Damit könnte ich die flexible Angelrute holen. Damit ist man schneller beim Fischen. Kann ich die einbauen lassen. Die ist ja auch die Voraussetzung für die nächsten. Vulkanisch Flachwasser oder Mangrove Küstennähe. Ich brauche eigentlich... Ach, da unten ozeanisch. Das brauche ich doch eigentlich. Was habe ich gerade? Blöde Frage. Ich habe eine, die ist für Flachwasser und eine, die ist für Küstennähe. Ich brauche jetzt eine Kombi-Angel, oder? Die ist für Flachwasser und Küstennähe. Genau, die brauche ich zuerst und dann kann ich die ozeanische auch einbauen. Ich will ja keinen Rückschritt machen in meinen Fangmöglichkeiten. Also... Eins... Zwei. Flexible Angelroute. Genau. Jetzt gehen wir zur Schiffsbauerin. Lassen alles reparieren. Und haben jetzt hier eine flexible Angelroute. Die würde ich gerne hier einbauen. Und dafür die einfache Angelroute weglassen. Geht ja auch sowieso nur da.
Verkaufen, Küstennähe, das hat die ja auch. 460! Okay, verstehe. Du willst es von den Lebendigen nehmen? Aber ich meine, wir könnten ja rein theoretisch, könnten wir ja da hinten noch ein paar Kalamares fangen. Das machen wir morgen, komm. Ist Kalamares und Kalmar eigentlich das gleiche, nur auf anderer Sprache oder ist da ein Unterschied? Ich habe doch keine Ahnung. Ein bisschen Geld verdienen, idealerweise einen Anomaliefisch fangen und dann die neue Angel holen. Das ist so das Ziel. Was ist denn das? Sind das hier die Kabeljause? Ja, die sind gut, die bringen Geld. Mensch. Da. Ach, Fangplatz ist leer. Dann haben wir eigentlich schon mal Aalanomalien gefangen? Ich glaube nicht. Check. Enzyklopädie. Wir haben. Nee. Oh, das ist ja furchtbar hier. Zwei Anomalien des Aals gibt es, die wir noch nicht gefangen haben. Dann lass uns Aale fischen. Offenbar kann man ja auch an normalen Fangplätzen Anomalien erwischen. So. Ah, guck mal. Was ist das für ein krummer Hund? Ein gebrochenes Rückgrat, bizarr gewunden. Eine Reihe scharfer Zähne, die auf Rache aus sind. Rache wofür? Dass dir so schlecht geht. Ich könnte noch einmal angeln, aber dazu muss ich mal den Frachtraum umräumen. Ich versuche das mal. Na, ich will nicht lügen, aber ich glaube, ich kriege hier keine drei freien Felder in einer Reihe hin. Dann soll es das gewesen sein für diesen Fang. Glücklicherweise ist es ja genau das, was wir gebraucht haben. Nämlich Fang für Geld und für die Sonderwünsche des Kunden. Oder des Fischhändlers, wer weiß das schon so genau. Wir haben einen Mutanten gefangen, ja. Vergiss nicht, jeder dieser anormalen Fische ist geeignet. Ich glaube, sie sind letztlich alle gleich. Ja. Mich irritiert, dass ich hier ein 5x5 Raster bekomme. Soll das heißen, es gibt mutierte Fische, die 5x5 groß sind? Ich will ihn nicht fangen. Der Fischhändler nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen. Er presst ihn gegen die Brust. Warum tust du das? Und drückt das schleimige Ding fest zusammen. Doch nicht gegen deine Brust. Warum denn gegen deine Brust? Ja. Der sollte sich gut eignen. Hier dein Lohn. Und warum nimmst du die nicht auch gleich? Für mich sind sie ohne Nutzen. Na, immerhin, das hat sich gelohnt. Hörst du das? Es klingt wie leises Gewisper. Du lauschst. Stille. In der Stille des Raums beginnt die Hand des Fischhändlers zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich vor Angst. Bitte, verkaufe, was nötig ist, und dann geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell jetzt. Ich lass euch dann mal allein. Tschüss. Die Tür des Fischhändlers knallt hinter dir zu. Du hörst, wie ein großer Metallriegel vorgeschoben wird. Geht's dir da gut?
Die Tür des Fischhändlers ist von innen verriegelt. Wenn der wieder aufmacht, dann sieht er noch frischer aus als je zuvor. Schiffsbauerin. Ich möchte hier diese Angel austauschen. Die neue kostet 460, genau. Die alte würde ich gerne verkaufen. Und die neue baue ich hier ein. 3 Stunden lang. So. Sehr gut. Ein bisschen Geld ist sogar noch übrig. Und ich kann damit in die Forschung gehen. Ah, ich kann jetzt die sogar erforschen. Oder welche denn? Moment mal, die da unten wohl eher. Ich habe jetzt die Küstennähe und Flachwasser. Hier ist Küstennähe auch dabei. Das ist eigentlich Quatsch. Ich muss das... Ah, da oben ist Flachwasser dabei. Ich brauche die Kombi-Angel, ganz einfach. Aber eigentlich brauche ich doch hier die ozeanische Angel. Genau. So, zurück. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Küstennähe und Flachwasser habe ich. Und die da würde ich gerne haben. 410 schon wieder. Boah, ey, die nimmt's von den Lebendigen. Ehrlich. Welche angle ich als nächstes? Die mit der blauen Leine. Blau ist cool. So. Jetzt sind die Forschungsseile weg und mein Laderaum ist so frei, wie er sein kann. Wenn ich jetzt Fisch fange und der Fischhändler hat zu. Aber schon wieder aufmachen. Hoffe ich. Er muss sich um diese Kreatur kümmern, hat er gesagt. Was auch immer er damit meinte. So. Aale. Ja, schon recht spät eigentlich. Na, fangen wir halt Aale. Ist eh nur noch einer da, bestimmt. Ach, Mensch. Schon wieder so spät. Einer geht noch. Wir sind in der Küstennähe. So. Alle sind aus. Jetzt gibt's Nebel. Ist der Fischhändler wieder offen? Nein? Tja. Das ist ja eigentlich ein Bürgermeister. Der Fischhändler hat zu, was soll denn das? Ach. Wir ruhen mal. Vielleicht macht er ja am nächsten Tag wieder auf. Nachdem er mit seinem glitschigen Aal was auch immer getan hat. Nee. Das beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Dann kann ich mit dem fangen, bevor er völlig verdirbt. Der ist schon verdorben. Kann ich vergessen. Naja, dann geht's halt wieder zur Sturmklippe. Ich habe jetzt diese Questreihe abgeschlossen. Das, was ich wollte. Da ist die andere Händlerin. Mal gucken, ob ich für verdorbenen A noch was bekomme. Und nochmal Stoff. Sie ist ja irgendwie immer hier vor Anker, obwohl sie sagte, dass sie auch durch die Gegend schippert.
So, Fischmarkt. Ja, alles verdorben, ist ja klar. Ich brauche über 400, um mir diese Ozeanfischangel zu holen. Dann muss ich wohl jetzt mal hier in der Gegend fischen, weil auf den Großmarkt-Fischhändler ist ja nicht mehr zu zählen. Makrelen. Da hinten über dem Wrack ist wieder irgendwas. Schon wieder dieser Strudel. Ich ignoriere das. Alle, hier ist was zu angeln. Diese Riesendinger, ja, die sind eigentlich nicht wirklich lohnenswert. Menschenskinder! Komm da raus! Tja. Ihr seht mein Tetris-Problem. Ich krieg dann noch zwei davon hier ins Inventar. Schlecht. Also die Makrelen vielleicht doch ein bisschen verlockend. Aus Platzgründen. Wenn es überhaupt Makrelen sind. Das war was anderes. Oh. Ah, Tigermakrele. Ist auch okay. Nehme ich. Also heute ist nicht mein Fischtag. Du mal dahin. Das nutzt alles nichts. Eine geht noch. Ganz in Ruhe. Tag ist eh vorbei. So. Ich wüsste nicht, wie ich das umsortieren sollte, dass da noch was bei rauskommt. Deswegen war's das. Ein bisschen frischen Fisch verkaufen. Und zwar für ordentlich Geld. Jawohl. Sehr schön. So. Ja, komm. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm hier, oder? Haben wir hier was Nachtaktives, was ich fischen kann? Da hinten blubbert's. Was ist denn das? Wir sind doch hier quasi im Hafen. Auch wenn das hier schon wieder so nach oben steigt. Das ist ein schwarzer Sägebarsch. Auge. Ja, Fischgrund ist erschöpft. Nebel ist dicht. Ja, komm. Dann fahren wir zurück. Verkaufen diese Säge, Barsche. Habt ihr das auch gesehen? Ich fahre da nicht hin. Ich gehe auf den Fischmarkt. Nur Augen auf die Barsche. Was? Ich habe eine Überraschung für dich. Ein Geschenk für meinen treuen Kunden. Hier, das ist für dich. Die Kunst der silbernen Zunge. Sehr schön. Sie nimmt ein Buch von einem Regalbrett und gibt es dir. Du blätterst es durch. Manche Seiten sind eingeknickt und es gibt handschriftliche Notizen an den Rändern. Mhm. Ich kann mir ganz knapp die nächste Angelrolle leisten. Aber ich glaube, obwohl, eigentlich ist es egal, ne? Ich hätte ja sogar noch was zu verkaufen. Aber wo war es das? Am Schwimmdock? Nee, das ist falsch. Die muss ich sowieso verkaufen. Also Flachwasser habe ich ja hiermit abgedeckt. Und hiermit habe ich dann ozeanisch endlich mal.
Dann verkaufe ich die. Und kaufe mir die. So, dann ist die Nacht auch mehr als gut genutzt. Meine Güte, diese Frauen, die arbeiten wirklich rund um die Uhr. Erstmal ein bisschen schlafen. Auch wenn es nur ein paar Stunden sind. Unser Fischer ist aufgeregt, was er mit dieser neuen Angel jetzt wohl aus dem Wasser holen wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir tuckern mal absichtlich wieder gen Großmark, weil ich wissen will, ob das jetzt mit dem Fischhändler sich wieder beruhigt oder ob es das nicht tut. Wenn ich irgendwas sehe, was ich angeln kann, dann tue ich genau das. Das hier zum Beispiel. Aber das ist Küstennähe, das ist langweilig. Bin ich auf der richtigen Fährte? Grundsätzlich ja. Irgendwie. Das kommt mir also unbekannt vor. Das ist Kleinmark von hinten. Schwarzfelseninsel ist links von uns. Ach, da. Hä? Ich gucke jetzt nach Westen. Jetzt schaue ich nach Westen. Das ist Großmark. Was ist denn das da? Was sind diese anderen. Ach, keine Ahnung, was das ist. Ich will nach Großmark. Und was ozeanisches Fischen. Das hier zum Beispiel. Das sind doch was ozeanisches Schwertfische oder dergleichen. Kann ich jetzt. Guck mal. Nicht nachhaltig. Hallo, du. Großer Fisch. Wow. War nur einer. Da kriege ich gar keinen zweiten in den Frachtraum. Vermutlich. Oder? Das geht nicht. Hier ging ja einer. Aber wenn der hier senkrecht ist, dann geht der andere natürlich nicht mehr. Gut, dann geht halt nur einer. Wenn dieser dumme Fischhändler nicht da ist, dann kriege ich den ja nie los. Habe ich ihn umsonst geangelt? Ist das? Das ist wieder Küstennähe. Es ist was Althergebrachtes. Oh. Das ist eine Anomalie. Das gucke ich mir an. Ja, da kommt denn die Anomalie? Wie groß ist denn der? Ich weiß es ja nicht. Weg. Wo ist die Anomalie? Mensch. Da ist die Anomalie. Ein dreiköpfiger Kabeljau. So. Jetzt schmeiße ich wahrscheinlich den besten anderen Kabeljau wieder ins Wasser, aber ist mir egal. Okay. Drei Köpfe, sich windend und zappelnd. Drei Mäuler, weit aufgerissen, dann schnappend. Drei Leben in einem Leib. Ein Schicksal, gebündelt zu vielen. Hat sich diese Texte ausgedacht. Wir wollen nach Großmark. In der Hoffnung, dort den Fang verkaufen zu können.
Aber bei dem Fischer sieht es relativ zu aus. Wenn wir mal ehrlich sind. Ah, wieder auf. Ich habe heute schreckliche Kopfschmerzen. Warst du gestern hier? Ich kann mich nicht erinnern. Was kann ich für dich tun? Ich frage nicht nach. Ich verkaufe dir allen Fisch. Das ist sogar sehr einträglich. Krämerseele, Errungenschaft, sehr gut. Ah, geht doch voran. Okay, wir können hier den Tag beschließen. Das tue ich auch. Beschließe sogar die Episode und weiter mit dem nächsten Schifffahrtskutter-Turn in Richtung... Ja, ich denke wieder in Richtung dieser Sturmklippen, um dort mal um die Ecke zu fahren. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.